Jo, grüß dich zu der Sonderausgabe, Ausnahmesendung. Und zwar möchten wir da heute beim Platzsalat eine der wichtigsten Personen, die es im letzten Jahrhundert auf der Welt gegeben hat, rehabilitieren, weil immer sagen, dass der Herr Odimir oft ein bisschen kritisch behandelt worden ist. Und jetzt auch letzthin, wenn ich das jetzt nur kurz sagen darf, ist mir da eine Zuschrift untergekommen, wo gestanden ist, er verbot die Opposition, er unterdrückte oder unterdrückt die Kirche, er ließ seine Kritiker inhaftieren, er monopolisierte die Medien, er unterdrückte eine Sprache, er hat Journalisten inhaftiert. Jetzt weigert er sich. Das ist die Freiheit, für die NATO Europa in den Ruin treibt. Das ist Odimir. Und das kann man natürlich nicht so stehen lassen. Und weil wir eben um Schadensbegrenzung bemüht sein und weil wir einfach, und Hein Thomas jetzt auch in der Neuen Zürcher Zeitung ausführlich gelesen, der Prigozhin, der Putin-Koch, hat eben gesagt, dass das allzulei irrige und miese Propaganda aus Russland ist. Und dass das alles zunichte gemacht wird und dass die Kriegsgeschichte ganz ein anderer ist und dieselbe wird jetzt erzählt. Und deswegen müssen wir einfach sagen, wir nehmen alles, was wir über Odimir gesagt haben, nehmen wir zurück. Und weil wir uns wahrscheinlich das letzte Mal vor der Krieg noch richtig aus, halt vor der Krieg noch fertig ist, mit dem Thema beschäftigen, wären mir nur ein Gedicht vorlesen, das hat mir die Katrin aus dem Seiertal zugeschickt. Und weil man natürlich der Platzsalat rundherum grenzweit offen ist, Krieg ohne Ende und verhärtete Fronten und alles mehr geschrieben, wären mir eben das Gedicht von der Katrin nur vorlesen und nachher ist aber endgültig Schluss. Odimir, Odimir. Wo ist denn dein goldene Panzer dir? Du offenes Tor für Geld und Waffen, sonst plärren die europäischen Affen. Du bist der Held, du bist der King, du hast überall deine Finger drin. In Franziskus redest salopp über den Haufen, die Staatsmänner lösch korrupt Pflicht scharlaufen. Leih mit der Ursula, selm das schon gern Zensur, die Frisur zerzausen. Die Walschen, die Deutschen, die Schotten, die ganzen Friedenshottentotten und nicht zu vergessen die Amis und die Briten, alle tasche gern politisch. Zensur, Zensur. Odimir, oh Odimir, du oft die goldene Panzertier. Du bist unser heiliges Weihwasser, unser Öl für den Kampf und das Schmiermittel für den Freiheitskrampf. Odimir, oh Odimir, was taten mir leid, ohne dir und was wir ohne ihn taten, selten, wie gesagt, können wir in alle Zeitungen nachlesen. Und der goldene Panzerschrank ist geöffnet und die Mittel sind sicher und der Frieden ist auch sicher. Und eigentlich ist alles sicher, deswegen verstehe ich genau, was die Alben gegen den oben kannten oder halt wieso da ein paar so blöd reden. Auf jeden Fall. Ist jetzt der Herr Odimir wirklich rehabilitiert? Auch der Platzsalat hat jeglichen Zweifel, aber wirklich jeglichen. Wenn in irgendeiner Form ein Zweifel geäußert worden ist gegenüber dem Herrn Odimir, jetzt sind alle Zweifel ausgeräumt und wir versuchen ihm auch die Panzertür zu halt. Na, auf jeden Fall. Ja.